sie hatten... Du warst ja selbst eingeladen, genau. Logischerweise, wer ist dabei gewesen? Genau, und dann, ja, mit Corona war es so lange ungewiss, ob man es verschieben kann oder halt dann doch irgendwann jetzt im Endeffekt absagt, weil man würde ja dann auch selbst fahren als Sportler und irgendwann hat man dann vielleicht doch nicht mehr das Niveau, was man kurz nach dem Ende der Karriere hat. Aber da bin ich sehr froh, dass ich das vor Corona hatte und wie geplant meine Feier durchführen konnte. Weil auch viele Momente einer solchen Feier, die ja sehr emotional waren, bleiben einem natürlich in Erinnerung. Als Bestätigung, als Erinnerung, als Dank an eine große Karriere, die verbunden ist mit tausenden Trainingsstunden in der Halle. Ganz allein mit der Trainerin vielleicht, ja. Stürze, Verletzungen. Manchmal auch psychologische Tiefs, die man durchmachen muss. Man muss sich immer wieder neu... Das gehört alles dazu. Rudolf Scharping ist da, der Präsident des Bundesdeutscher Radfahrer, der sich das jetzt natürlich nicht nehmen lässt, hier in, ja, ich sag's einfach so, dem Mekka des deutschen Hallenradsports, was Weltmeisterschaften angeht, hier in der Porsche Arena. Es ist die dritte Weltmeisterschaft nach 2010 und 2016. Auf dem dritten Platz und Gewinnerin der Bronzemedaille. In third place and winner of the bronze medal, representing Switzerland, für die Schweiz, Alessa Hotz! Alessa Hotz also, erste WM-Teilnahme bei der Elite. Auf Anhieb in die Medaillenränge gefahren, die Bronzemedaille, die aufgrund der Corona-Hygienebedingungen selbst umgehängt werden muss, aber dadurch verliert sie nicht an Glanz, im Gegenteil, ein Moment, den sie nicht vergessen wird. Lara Füller, 22 Jahre alt, ebenfalls Medaillenpremiere, Silber. Sie ist die Lokalmatadorin eigentlich hier, RKV Poppenweiler, nicht weit entfernt hier. Das sind, wenn man mit dem Fahrrad fährt, noch nicht mal eine halbe Stunde, wenn man gut im Sattel ist. Können da drei sehr, sehr glückliche Sportlerinnen sehen. Wir sehen zwar das Lächeln nicht, aber die Augen sprechen da auch Bände. Die Augen, die sehr wässrig sind. Ja. Also, das geht einem selbst ans Herz. Und das Begehrte, das Berühmte, das einzigartige Trikot der Siegerin, Regenbogenfarben, Weltmeisterin mit Gold dekoriert, Milena Slupina. Ich habe den Eindruck, es ist fast mehr Druck da gewesen, der jetzt natürlich sich positiv dann abgebaut hat, als in vielen Wettkämpfen davor. Also so angefasst habe ich sie selten gesehen. Ja, das stimmt. Ich meine, die Weltmeisterschaft ist halt der Wettkampf, das Ereignis, worauf alle Kunstradfahrer hinarbeiten. Und da dann ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, ist dann definitiv die Krönung, ja. Und natürlich ist es ein Moment, wo man irgendwann dann anfängt nachzudenken. Dreimal Weltmeisterin, höre ich jetzt auf, beende ich meine Karriere auf dem Höhepunkt. Ja. Sie ist 26 Jahre alt. Und es ist kein Geheimnis, mit Kunstradfahren kann man nicht als Profi leben. Und wir hören jetzt die deutsche Nationalhymne für Milena Slupina.
der Moment, tja, für die Ewigkeit einer Sportlerin, eines Sportlers. WM-Trikot, Goldmedaille, Nationalhymne und die Ovationen von gut 3.500 begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern hier